Es waren einmal zwei Brüder. Einer war reich, der andere arm. Der Reiche aber gab dem Armen nichts, und er musste sich vom Kornhandel kümmerlich ernähren. Da ging es ihm oft so schlecht, dass er für seine Frau und Kinder kein Brot hatte. Einmal fuhr er mit seinem Karren durch den Wald. Da blickte er zur Seite und sah einen großen, kahlen Berg. Und weil er den noch nie gesehen hatte, blieb er stehen und betrachtete ihn mit Verwunderung. Als er so dastand, sah er 12 wilde große Männer daherkommen. Weil er nun glaubte, das wären Räuber, schob er seinen Karren ins Gebüsch und stieg auf einen Baum hinauf und wartete, was geschehen würde. Die 12 Männer gingen aber vor den Berg und riefen: Bergsensi, Bergsensi, tu dich auf! Alsbald tat sich der kahle Berg in der Mitte auseinander und die 12 gingen hinein. Und als sie drin waren, schloss er sich wieder zu. Nach einer kleinen Weile aber tat er sich wieder auf und die Männer kamen heraus und trugen schwere Säcke auf dem Rücken. Und als sie alle wieder im Tageslicht standen, sagten sie: Bergsensi, Bergsensi, tu dich zu! Da fuhr der Berg zusammen und es war kein Eingang mehr an ihm zu sehen. Und die 12 gingen fort. Als sie nun ganz vor seinen Augen verschwunden waren, stieg der Arme vom Baum herunter und war neugierig, was wohl im Berge Heimliches verborgen wäre. Also ging er davor und sagte: Bergsensi, Bergsensi, tu dich auf! Und der Berg tat sich auch vor ihm auf. Da trat er hinein. Und der ganze Berg war eine Höhle voll Silber und Gold. Und hinten lagen große Haufen Perlen und blitzende Edelsteine, wie Korn aufgeschüttet. Der Arme wusste gar nicht, wie er sich verhalten sollte und ob er sich etwas von den Schätzen nehmen dürfte. Schließlich füllte er sich aber die Taschen mit Gold. Die Perlen und Edelsteine aber ließ er liegen. Als er wieder herauskam, sagte er wieder: Bergsensi, Bergsensi, tu dich zu! Da schloss sich der Berg und er fuhr mit seinem Karren nach Haus. Nun brauchte er sich nicht mehr zu sorgen und konnte mit seinem Golde für Frau und Kind Brot und auch Wein dazu kaufen, lebte fröhlich und redlich, gab den Armen und tat jedermann Gutes. Als aber das Geld zu Ende war, ging er zu seinem Bruder, lieh einen Scheffel und holte sich von Neuem. Doch rührte er von den großen Schätzen nichts an. Als er sich zum dritten Mal etwas holen wollte, borgte er bei seinem Bruder abermals den Scheffel. Der Reiche aber war schon lange neidisch auf sein Vermögen und den schönen Haushalt, den er sich eingerichtet hatte, und konnte nicht begreifen, woher der Reichtum käme und was sein Bruder mit dem Scheffel anfinge. Da dachte er sich eine List aus und bestrich den Boden mit Pech. Und als er das Maß zurückbekam, so war ein Goldstück daran hängen geblieben. Alsbald ging er zu seinem Bruder und fragte ihn: Was hast du mit dem Scheffel gemessen? Korn und Gerste, sagte der andere. Da zeigte er ihm das Goldstück und drohte ihm, wenn er nicht die Wahrheit sagte, so wollte er ihn beim Gericht verklagen. Also erzählte er ihm alles, wie es zugegangen war. Der Reiche aber ließ gleich einen Wagen anspannen,
fuhr hinaus, wollte die Gelegenheit besser nutzen und ganz andere Schätze heimbringen. Als er vor den Berg kam, rief er: Bergsemsi, Bergsemsi, tu dich auf! Der Berg tat sich auf und er ging hinein. Da lagen die Reichtümer alle vor ihm und er wusste lange nicht, wonach er als erstes greifen sollte. Schließlich lud er Edelsteine auf, so viel er tragen konnte. Er wollte seine Last hinausbringen, weil aber Herz und Sinn ganz voll von den Schätzen waren, hatte er darüber den Namen des Berges vergessen. Und rief: Bergsimmeli, Bergsimmeli, tu dich auf! Aber das war nicht der richtige Name, und der Berg regte sich nicht und blieb verschlossen. Da wurde ihm ganz Angst und Bange, aber je länger er nachdachte, desto mehr verwirrten sich seine Gedanken, und da halfen ihm alle Schätze nichts mehr. Am Abend tat sich der Berg auf. Und die 12 Räuber kamen herein, und als sie ihn sahen, lachten sie und riefen: Vogel, haben wir dich endlich! Meinst du, wir hätten's nicht gemerkt, dass du 2-mal hereingekommen bist? Ja. Aber wir konnten dich nicht fangen. Zum 3. Mal sollst du nicht wieder heraus. Da rief er: Bitte, ich war's nicht! Mein Bruder war's! Aber er mochte um sein Leben bitten und sagen, was er wollte. Sie schlugen ihm den Kopf ab.